Liebe Fans, liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, ich bin echt überwältigt und berührt, wie ihr das Ende meiner Bühnenkarriere aufgenommen habt. Das Video ging wirklich viral. Danke auch für all diese vielen Nachrichten und Kommentare, die mich in den letzten Wochen per E-Mail, auf Social Media und auch ganz persönlich bei den letzten Shows, zum Beispiel in Berlin, erreicht haben. Es war sehr bewegend. Schaut mal. Ich kann mich gar nicht bei jedem persönlich melden. Deshalb hier ein kleiner Auszug von Stimmen als Zeichen meiner Wertschätzung. Pia Huf schreibt: Lieber Herr Hirschhausen, soeben habe ich Ihren beeindruckenden YouTube-Beitrag verfolgt. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich sehr berührt bin über Ihre Offenheit und Ihren Mut, nicht wegzusehen und zu beweisen, dass Zivilcourage immer möglich ist und nie zu spät. Wie notwendig ist Ihr Vorbild für unsere Zeit? Ich habe den Link gleich weitergeleitet. Herzlichen Dank, Pia, dafür. Eva Jonneleit schreibt: Das ist ein mutiger Schritt. Bedanken möchte ich mich für Ihre positive, lebensbejahende und ermutigende Einstellung und dass Sie mich immer wieder zum Lachen und Nachdenken gebracht haben. Habe ich gerne gemacht. Das ist nach wie vor mein Herzensanliegen. Katrin Zimmermann, Kinderkrankenschwester aus Osthofen, schreibt: Ich habe Ihre Arbeit lang verfolgt. Als treuer Fan seit der ersten CD Sprechstunde an, kann ich nur sagen, Hut ab. Ja, das ist wirklich lange her. Das sind die erste CD, das sind fast 30 Jahre. Und inzwischen gibt es weder CDs noch DVDs in der nächsten Generation. Und manche ältere Zuschauer reden immer noch gerne von der Kassette. Also alles ist im Fluss. Schön war auch das hier. Alexandra aus Ludwigshafen schlägt vor: Ich habe das Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben gelesen. Dies sollte zur Pflichtlektüre für alle werden. Auch unseren Politikern würde ich es ans Herz legen und damit sie endlich handeln. Es gibt noch ein paar Exemplare und auch eine kleine Leseprobe auf der Homepage von Gesunde Erde, gesunde Menschen. Carsten Altschwager schrieb das: In einer schwierigen Phase meines Lebens habe ich Ihre CD Wunder wirken Wunder gehört. Die Gedanken auf dieser CD haben mich tief berührt und seitdem begleitet mich das Gedicht von Hilde Domin, Nicht müde werden. Nicht müde werden, sondern im Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. So geht das Gedicht. Und Carsten schreibt weiter: Ihnen und uns allen wünsche ich in dieser krisenreichen Zeit echte Wunder. Danke, Carsten. Ich bin ja nicht weg, ich bin ja nur woanders. Ich mache weiter Fernsehen, Radio und auch einen neuen YouTube-Kanal. Hier aus diesem schicken Studio am 1. Januar geht's los. Mit einem tollen Team im Hintergrund. Denn das Wichtigste, was ein Einzelner, eine Einzelne heute machen kann, ist, nicht alleine zu bleiben. Es ist schwer, nach Feierabend ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie weiter hauptberuflich zerstören. Es braucht mehr Profis, mehr Promis, mehr Lobbyisten für die gute Sache. Denn wir haben einen planetaren Notfall und sich darum nicht zu kümmern, das wäre eine unterlassene Hilfeleistung. Es kommt jetzt auf jeden von uns an. Meine Stiftung, Gesunde Erde, gesunde Menschen, der ich mich jetzt noch mehr widme als bisher, wir pflanzen Ideen, weil die schneller wachsen können als Bäume. Jeder kann sich schlau machen, den Mund aufmachen und vernetzen und jemanden bewegen, der etwas mehr bewegen kann als man selbst. Sucht noch jemand ein Weihnachtsgeschenk für Kurzentschlossene? Wer es noch nicht hat, mein Buch, Mensch Erde. Oder eine der Karten für die letzten Shows in Frankfurt, in Aachen oder in Mannheim im Januar. Und dann ist tatsächlich schon Schluss mit lustig auf der Bühne. Und für alle, die schon überall waren und alles haben, vielleicht auch eine Spende. Als Geschenk. Eine Spende an die gemeinnützige Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Was wir da genau tun, das erklärt ein weiteres Video. 2017 hatte ich einen Aha-Moment. Jane Goddard, die berühmte Schimpansenforscherin, fragte mich in einem Interview: Wenn der Mensch so schlau ist, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Die Frage hat mich getroffen und seitdem bin ich auf der Suche nach besseren, schlaueren Antworten. Zuerst das Kostbarste, was wir in Zukunft hinterlassen und übergeben können an die nächste Generation, ist nicht mehr ein pralles Bankkonto, sondern eine pralle Welt. Eine Welt voller Artenvielfalt, voller fruchtbarer Böden, voller gesunder Menschen und Tiere und vor allen Dingen mit erträglichen Temperaturen. All das ist in Gefahren. Und all das muss jetzt verteidigt werden. Wir können nur schützen, was wir schätzen und lieben. Davon träume ich.
Und dafür möchte ich auch meine Wachezeit geben. Aber jetzt wünsche ich dir und euch und uns erstmal White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Ohne frieren natürlich. Gesunde und besinnliche Zeit zwischen den Jahren und einen guten energetischen Start ins neue Jahr. Euer Eckhardt.